Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von der Binding of Isaac Afterbirth. Diesmal wieder mit diesem lieblichen Spielstand, wie ich vor kurzem in einem Infovideo von mir gegeben habe. Und mit vor kurzem meine ich gestern. Und ich habe doch fast nichts mit Kane hier. Ah, welcher Charakter? Wisst ihr, wir nehmen Kane. Wir machen Kane-Run, habe ich gehört. Okay, so mit dem alten Spielstand wieder. Das bedeutet, hier habe ich wieder jede Menge anderen Shit frei. Und im Idealfall sorgt das dafür, dass mein Gameplay nicht wieder komplett scheiße sein wird. Und dann kam dieser Raum. Und dann kam dieser Raum. Und verdammte Scheiße, habt ihr gerade gesehen, wie ich durch die Gegner durchgerast bin? Das war ziemlich beeindruckend. Ja, dann kam dieser Raum und hat alle meine Pläne kaputt gemacht. Aber hey, das Ganze könnte vielleicht angenehm werden, denn tatsächlich habe ich auch inzwischen einen neuen Monitor, weil mein alter relativ den Geist aufgibt. So, Leute, ich habe den alten jetzt als zweiten Monitor drin und wisst ihr, also angeschlossen, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe meinen neuen Monitor eigentlich nicht mal im geringsten so dunkel machen, wie der alte ist. Was ich erstaunlich finde. Denn wie es aussieht, ist mein alter Monitor scheiß dunkel. Yay, Blue Worm freigespielt und neue Challenge. Und noch eine 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 neue Challenge. Ist ja gut jetzt. Und noch eine neue Challenge. 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 Ja, haben wir es jetzt? Ja? Cool. Retrovision, dankeschön. Dafür hat sich die Wartezeit gelohnt für diesen Pilleneffekt. Absolut bezaubernd. Aber ja, mein alter Monitor war scheiß dunkel. Und mein neuer jetzt, also mein Hauptmonitor, der neue. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass mein Alter noch ein bisschen länger lebt. Ich mag das gerade mit zwei Monitoren. Ich fühle mich ein bisschen so, als wäre ich in meiner super Hightech-Einsatzzentrale umgeben von Bildschirmen. Ist irgendwie lustig. Mein verdammte Scheiße, zwei so 24-Zoll-Monitore nebeneinander. Das sind eine Menge Monitore. Da passen eine Menge Informationen drauf. Und ja, ich denke, dass es auch im Endeffekt mir helfen sollte beim Videos machen und sowas. Weil ich dann, na fuck, auf dem anderen Monitor einfach, keine Ahnung, meinen ganzen Ort damit Bildern und so ein Shit aufmappen kann. Ich glaube, es könnte ganz nett werden. Und dieser Raum ist ebenfalls ganz nett. Gut, wisst ihr was? Wir gehen direkt zum Boss. Wir gehen direkt zum Boss und vor allem, wisst ihr, was am interessantesten ist? Ich könnte jetzt theoretisch Spiele im Vollbildmodus aufnehmen, tatsächlich. Weil ich auf dem zweiten Monitor dann meine Aufnahmeprogramme und alles haben kann. Was ich davor nicht haben konnte, das war ziemlich umständlich. Ich muss immer versuchen, dass ich alles möglichst im Fenstermodus machen kann oder ich kann es nicht wirklich aufnehmen, weil, ja, ich dann nicht wirklich checken kann mit einem kurzen Blick, ob alles passt. Und es passt oftmals nicht alles. Ich weiß, das ist eine sehr spannende Geschichte, aber ja. Das ist so die Geschichte, wie ich meinen Monitor kennengelernt habe. Fuck. Fucking Famine! Famine als erster Boss gefällt mir übrigens nur bedingt gut. Denn der gute Famine, der würde uns nur ein bedingt gutes Item geben. Aber da ist ein Tinted Rock, den habe ich durchaus gesehen. Und ich hoffe, dieser Tinted Rock hat... Wir haben sogar eine Bombe. Ich hoffe, der hat Small Rock für uns. Gib mir den Small Rock. Nehme ich mit. Yeah, das war jetzt nicht so gut, aber okay. Fuck, es wäre echt. Ah, da ist noch einer. Okay, wir brauchen eine Bombe. Wir brauchen dringend eine Bombe. Hätte ich den vorher mal gesehen, dann hätte ich da die Bombe sehr viel cleverer legen können. Shit. Okay, wir versuchen jetzt eine Bombe aufzutreiben, damit wir irgendwo vielleicht den Tinted Rock wegsprengen können. Und dann, ihr blöden Pibi fliegen. Und dann im Idealfall irgendwie... Alter, wie viele sind das? Dann im Idealfall irgendwie einen Solar, den ich die Ebene mitnehmen können. Welches, wie wir alle wissen, ja extrem wichtig ist. Und hey, ich habe auch eine gute Nachricht, liebe Leute. Dieser Run hier... Der wird, wenn nicht alles schief geht, tatsächlich wieder bis in die Chest gehen. Yay, darauf haben wir doch alle gewartet. Und wenn alles gut läuft, wenn es noch besser läuft, dann werden wir sogar Items finden, die nicht komplett scheiße sind. Stellt euch das mal vor, Items, die nicht komplett scheiße sind. Ha, das ist ein paar Wochen her, seit wir das zuletzt hatten. Das ist ein paar Wochen her. Ah ja, ich denke, das mit dem neuen, mit dem alten Spielstand wieder ist im Endeffekt schon eine gute Sache, weil, wie ich auch in dem Infovideo angemerkt habe, Bullshit, Mann. Ist nicht unbedingt so ratsam, wenn man nach ungefähr 100 oder 200 Spielstunden in Isaac wieder auf 0 zurückgeht. Das ist ein schwerer Schritt. Man sollte es eigentlich auch nicht machen. Das ist sehr unangenehm. So, und wir haben keine Bombe gefunden. Das bedeutet, ich werde jetzt den Schlüssel opfern und hoffen, dass wir... Oh, sind gute Sachen. Vor allem das Glas mit den... 4 Münzen reichen auch nicht für das Soul Heart. Shit! Nein, ich habe keine Möglichkeit, noch irgendwas aufzutreiben. Fuck! Ich meine, Champions Belt hätte ich gern, weil es Damage Up ist. Das Soul Heart hätte ich gern, weil es ein Soul Heart ist. Und dieses Glas mit den Fliegen hätte ich auch gerne, weil es, Moment, vielleicht kann ich noch ein Set auftreiben. Dann kann ich mir wenigstens das Soul Heart holen.
Dann das Glas mit den Fliegen. Funktioniert im Grunde wie ein Guppy-Set, den man bis zu 7-mal aufladen kann. Ist im Grunde der bessere Guppy-Set, wie mir gesagt wurde. Und dementsprechend hätte ich den eigentlich sehr gerne, aber ich kann den nicht haben. Und Moment, lass mich hier noch ein Herzchen mitnehmen. Yay! Da bin ich bereit für die nächste Ebene. Ich hoffe, dass da alles halbwegs gut gehen wird. Es wird nicht halbwegs gut gehen. Es wird nicht gut gehen, oder? Ja, wir werden es herausfinden. Curse of the Lost ist okay. Damit kann ich leben. Denn der Curse of the Lost ist kein Curse of the Darkness, weil ich ja gerade schlecht werde. Denn auch mit hellerem Monitor fällt es mir schwer zu verleugnen, dass gerade die Sonne ein bisschen zu mir reinscheint. Und das ist nicht gut, wenn die Sonne direkt reinscheint. Denn ist egal, wie hell irgendwas eingestellt ist, dann sieht man einfach gar nichts. Aber ich denke, ihr kennt das Problem. Oder scheint bei euch etwa nie die Sonne rein? Nie. Okay, das ist interessant, das ist traurig. Da. Ich hätte sie bestimmt da nach oben links hinschubsen können, aber es war es mir jetzt nicht wert. Dafür wollte ich jetzt meinen Devil Deal nicht riskieren. Oh Gott. Geh weg, Pupi-Mann. Dankeschön. Und er ist nicht mal der Pupi-Mann, er ist der Furzi-Furzi-Mann. Ja, das klingt so dumm. Ich entschuldige mich dafür. Ja, wisst ihr was, das ist gut. Nicht das Soulheart, das ich wollte, aber dafür der Small Rock, den ich wollte. Und ich meine, der Small Rock, der ist voll am Rocky machen. Und der gibt uns ein gutes Damage ab. Und da ist noch eine Bombe, die mir nichts bringt. Doch, bringt mir schon was. Da unten hatten wir, oh Gott. Da unten hatten wir nämlich noch eine liebliche goldene Kiste. Und ich glaube, will ich mir die mitnehmen? Nein, ich glaube, ich bleibe sogar bei dem Trinket, was ich aktuell habe. Ich überlege gerade, ob ich die goldene Kiste mitnehmen will oder lieber doch die Bombe noch aufheben für den Fall der Fälle, dass wir irgendwo den Tinted Rock finden. Was ganz gut wäre, weil ich dann einmal oder so von irgendeinem Gegner getroffen werden könnte. Und machen wir uns nichts vor. Hier im Basement kann ich es zwar schaffen, nicht getroffen zu werden, aber insgesamt hätte ich doch lieber ein bisschen Sicherheit, die ich hier nicht bekomme. Okay, Goldraum. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Item. Das ist auf jeden Fall ein Item. Yeah. Dead Bird, machen wir uns nichts vor, ist nicht unbedingt mein Favorit. Und hallo, du Maske. Du siehst aber gut aus. Ich glaube, die Maske bringt, dass man mehr von diesen Beutelchen am Boden findet. Welche bringen, dass sie irgendwas bringen. Oh Gott, Monstro. Bosskampf. Ach du Scheiße. Na, das sind viele Specials. Das sind viele Specials. Ah, genau, ich glaube, dass die Maske bringt, dass man mehr von diesen Beutelchen findet, in welchen ja eine kleine Ansammlung von Trinkets drin ist. Und mit Trinkets meine ich keine Trinkets, sondern sowas wie Münzen und Bomben und sowas. Ist also an sich ein gutes Item. Hatte ich schon mal in einem Run, den ich verworfen habe, weil er scheiße war. Kann man also durchaus mal mitnehmen. I hate Monster Man. Kannst du nichts gegen mich machen, denn ich bin hier gerade in meiner super Hightech-Monitor-Einsatzzentrale. Ich bin umgeben von Bildern. Du kannst mir nichts anhaben, Alter. Und ein Bild davon ist scheiß dunkel. Ach ja. Wisst ihr, was überhaupt das Problem an meinem alten Monitor ist? Ich meine, an sich, der ist von Iyama. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Marke ist, die... Ich glaube, es ist irgendeine Billigmarke. Ah, nehmen wir mit. Genau, der ist, ja. Amnesia ist okay. Ich glaube, der ist von irgendeiner Billigmarke. Und das Problem ist, ich habe den seit guten 6 Jahren inzwischen. Er hat also durchaus gedient dafür, dass damals schon ein Billigteil war. Ich glaube, der hat damals sogar weniger gekostet als meiner jetzt. Insofern war schon ein ziemliches Billigteil. Und er hat sehr lang gehalten. Problem ist nur, anfangs, wenn ich den PC hochfahre, immer dann braucht er ungefähr eine Viertelstunde, bis er angeht. Und ja, ihr könnt euch denken, inwiefern das ziemlich nervig ist, wenn man immer eine Viertelstunde warten muss, bis der PC überhaupt angeht. Das könnt ihr euch sicher denken. Deswegen habe ich einen neuen. Ja, ist eine spannende Geschichte, ich weiß, aber kann man mal anmerken, warum der alte weg musste und was mit ihm nicht stimmt. Ich meine, ich kann mir ansonsten nicht wirklich viele Dinge vorstellen, was bei dem Monitor nicht stimmen kann, außer dass er, ja gut, dass das Bild vielleicht Ausfälle hat oder dass er insgesamt gar nicht mehr angeht. Ehrlich gesagt, hatte ich sowas nie bei irgendeinem Monitor oder Fernseher oder so. Meine haben immer gehalten. Solange, bis ich gesagt habe, ja, ich brauche was Neueres. Aber kaputtgegangen ist bei mir irgendwie noch nie was. So bildschirmmäßig. Bis auf mein DS-Bildschirm damals. Der ist sowas von kaputt gegangen. Da hatte ich Schnee drin. Ich den irgendwie in der Tasche hatte, bin ich an dem Baum vorbeigelaufen, auf dem Schnee war. Und dann, das war eine Verschwendung von meiner Bombe. Vor allem ist Hanged Man, diese Ironie. Da war gerade ein Tinted Rock auch, oder? Ich glaube, da war ein Tinted Rock. Ja, ich hatte Schnee im DS und dann war es irgendwie so, dass das obere Bild die Farben nur noch negativ angezeigt wurden. Das war ziemlich seltsam. Ja, da ist ein Tinted Rock. Fuck! Was haben wir hier noch?
Wir haben ein paar Gegner. Hallo, ihr Gegner. Und ich glaube auch, dass Dead Baby, das hieß doch Dead Baby, das Item, oder? Ich meine schon. Ist eigentlich auch an sich kein verkehrtes Item. Also mit dem roten Schmodder hinter uns, da kann man auch einiges wegmachen. Bin ich also nicht allzu traurig drüber. Ich vermute, ich bekomme keine Bombe mehr. Ja, da habe ich meine Prioritäten richtig gesetzt. Dass ich mir gesagt habe, hey, die Tarotkarte will ich haben, aber den Tintedrock, den doch nicht. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber im Moment, im Shop gibt es noch eine Bombe. Im Shop gibt es noch eine Bombe. Und ja, ich werde jetzt schon aufhören, die ganzen Pupis aufzumachen. Mich nervt selber gerade. Im Shop gibt es noch eine Bombe und die würde ich gerne mitnehmen. Denn die Bombe könnte mir gute Dienste leisten. Denn der Tintedrock könnte mir 2 Soundhearts geben, welche einfach mal alles verbessern könnten. Ja. Aber ja, ich fühle mich übrigens hier auf diesem Spielstand tatsächlich inzwischen schon wieder ein bisschen sicherer als auf dem alten. Was hauptsächlich daran liegt, dass im Shop tatsächlich mal wieder Items drin sind. Oh, wie mich das genervt hat, dass im Shop nie was drin war. Das hat es auch schwer gemacht, weil man sich da nicht unbedingt immer ein Soul Heart holen konnte. In der Regel eigentlich nie, weil da nie eins drin war. Diese verdammt neuen Spielstände in Isaac. Mein Beileid mit allen, die das Spiel neu anfangen müssen. Naja, aber hauptsächlich mein Beileid, weil ihr sowas von auf die Fresse bekommen werdet. Ich meine, es ist immer leicht zu kritisieren und sagen, was man in jener Situation anders machen würde, aber wenn man es dann selber spielt und auch noch zu jeder Situation irgendwas sagen muss, dann, ja, dann macht man vielleicht mal den einen oder anderen Fehler. Das passiert. Und man denkt auch nicht über alles 5-mal nach, bevor man es macht. Oh, das ist ein guter Raum. Das ist ein guter Raum. Den gönne ich mir. Ich glaube, ich gönne mir hier auch den Hankman. Denn mit dem Hankman kann ich mir Bomben, die ich nicht habe, sparen und trotzdem die goldenen Kisten mitnehmen. Was ich sehr gerne machen würde. So, und wisst ihr, was ich mir hoffe? Von dieser Ebene hoffe ich mir jetzt erstmal, dass sie halbwegs geschmeidig und ohne größere Probleme... Oh, du wirst sterben in dem roten Schmodder. Und ohne größere... Oh mein Gott, das ist gut. Und ohne größere Probleme zu Ende geht. Und wisst ihr, was vielleicht auch ein Problem sein könnte bei meinem Isaac-Gameplay teilweise, was mir gerade so auffällt? Ich habe ja eine Funktastatur. Und die hat teilweise so Stellen, wo, teilweise Momente, wo sie nicht so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Ich frage mich, ob das auch mal zum Problem wurde irgendwann. Das würde auch einiges erklären. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Genau, in dieser Ebene hoffe ich, dass alles halbwegs geschmeidig vorangehen wird. Und dann in der nächsten Ebene möchte ich dann wieder einen Devil Deal. Nimm dies! Yeah, so effektiv. So effektiv, Tabby Set. So effektiv. Ach du Scheiße, Cube of Meat, du hast mir gerade so ein bisschen den Arsch gerettet, weißt du das? Ich weiß es sehr zu schätzen, dankeschön. Und natürlich auf der Prioritätenliste ganz oben stehen wie immer ein paar liebliche Damage-Ups für mich. Denn ich meine, machen wir uns nichts vor. Die genießen bei mir die höchste Priorität von allem. Weißt du was? Matchstick schlägt auf jeden Fall den Broken Magnet. Broken Magnet bringt das Sense zu mir herfliegen, was im Endeffekt nicht wirklich so hilfreich ist und... Ja, der Matchstick bringt, dass wir mehr Bomben finden, was aktuell hilfreich wäre, weil ich nicht allzu viele Bomben habe. Ja, oh Gott. Oh, großer Gott. Großer Gott, ich wusste nicht, dass ihr da rauskommen könnt. Ich dachte, da können nur Fliegen rauskommen. Hä? Ja, lass mich in Ruhe. Bonyman, lass mich in Ruhe. So ganz vorsichtig. Oh, da sind viele Bonymänner. Das sind nur Bonymänner. Okay, aber wir haben ja gelernt, wenn man immer in Bewegung bleibt, können sie einen nicht verletzen. Weil sie immer nur genau dahin schießen, wo man gerade steht. Das heißt, wenn man ein einsamer Movement an den Tag legt, ich habe mich gerade gar nicht bewegt. Oh, fuck. Okay. Okay, Tastatur. Bitte. Täusch mich nicht. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Aber woran liegt das? Wo habe ich da... Blöde Tastatur. Wo sind denn deine Infrarot-Bluetooth-Teile? Ich habe keine Ahnung. Sind die irgendwie verschmutzt? Ich sollte vielleicht Escape drücken. Oder ist die Batterie leer? Nee, die hatte schon immer so ihre Ausfälle. Ah, du machst mir Angst, Tastatur. Du machst mir Angst. Und nein, ich möchte nicht anfangen, das Spiel mit dem Controller zu spielen. Wer ein paar hundert Stunden in Isaac mit Tastatur hat, der kann nicht einfach anfangen, mit dem Controller zu spielen. Denk mal drüber nach. Es ist... Nee, ich finde Isaac mit dem Controller echt schrecklich. Ist aber eine reine Gewöhnungssache, aber nee. Hauptsächlich, weil man mit dem rechten Stick einfach dann, weil man da schießen muss. Und das ist eine Sache, die mir nicht gefällt. Wobei ich glaube, man kann es auch mit A, B, X und Y machen, dass man da einfach in irgendwelche Richtungen schießt. Aber ich weiß nicht. Tastatur fühlt sich so viel richtiger an für mich. So, was haben wir da für eine liebliche Pille? Ich bin sehr gespannt. Oh,
One makes you larger. Sich gut. Na gut, wir haben gutes Pillenglück. Gib mir mehr. Fantastisch. Danke. Das war clever. Oh fuck, ich kann mein Leben gar nicht sehen. Ich meine aber, ich sollte noch ein Soul Heart haben. Ein ganzes. Ich meine, das sollte noch drin sein. Och, komm schon. Okay, jetzt sollte ich vorsichtig sein. Sun! Hätte ich vielleicht besser in einem Raum mit Gegnern einsetzen sollen. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Sieht 2020 anders aus? Sah seltsam aus. 2020 sah doch früher anders aus, oder? Sah gerade eben aus wie zwei kleine Kügelchen und nicht wie eine Brille. Aber wir haben 2020 gefunden, liebe Leute. Und 2020 ist einfach mal ziemlich hart der Shit. Das heißt, ich kann auch diese Pupis hier kaputt machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil es relativ schnell geht. Bombsar Key. Yay. Da ist mein Tammy-Set wieder. Guppy-Set. Mein besserer Guppy-Set. Vielleicht will ich mir den holen. Wir werden mal schauen. Oh, fuck. Ja. Okay. Diese Räume finde ich ja tatsächlich nicht so schlimm wie viele andere Räume mit diesen Köpfen. Vor allem die mit den vielen Stacheln am Boden. Die sind wesentlich schlimmer. Ich meine, die Räume hier sind okay, weil man kann ganz leicht dafür sorgen, dass sie einfach aufhören zu schießen, indem man einfach nur auf den Schalter drückt. Ja, wirklich. Gut, ich glaube, Tammy's Set verändert sich nicht weiter. Ah. Oh Gott, wir holen uns das. Gonna catch 'em all. Das will ich doch hoffen. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich weiß nur aus Erzählungen so wirklich, wie das Item funktioniert, aber ich meine, das ist... Oh, ich hätte jetzt gerne eine Bombe. Gebt mir eine Bombe, Jungs. Ich meine, dass man nach jedem Raum quasi eine Aufladung dafür bekommt und... Ja. Das ist wie... Kann sein, dass dieses Item Guppy-Set relativ unnötig macht und... Oh, ich sehe gerade was Schönes. Meine FPS-Anzeige ist direkt über der Anzeige, wie viele Aufladungen ich habe. Das ist nett. Alter, das sind eine Menge Fliegen. Kann sein, dass dieses Item Guppy-Set wirklich unnötig macht, weil... Oh, fuck. Ich wollte nicht getroffen werden. Kann sein, dass es Guppy-Set unnötig macht, weil dieses Item einfach besser ist. Guppy-Set eigentlich nur noch gut ist, weil es ein Guppy-Item ist. Wäre das möglich? Na gut, ist egal, auch wenn ich hier jetzt Schaden an roten Herzen genommen habe, denn wir hätten hier sowieso wahrscheinlich kein Devil Deal bekommen, weil wir ein letztes Leben steuern hatten. Ihr kennt die übliche Prozedur. Die bekommt man nicht einfach so, man muss schon was dafür machen. So, wenn ich jetzt irgendwo eine Bombe auftreibe, beim Shop vielleicht eine Bombe? Das könnte sein. Muss ich gleich mal nachschauen. So, was haben wir hier? Wir haben einen bösen, bösen Dictaman. Böser, böser Dictaman und böse, böse Wandspinnenmans. Hier funktioniert nicht mit den... Okay. Was haben wir hier? Ist das gut? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal das Feuer aus. Das Feuer ist eine unglaubliche Gefahrenquelle. Lovers, okay. Tower. Nee. Schlägt beides nicht die Algesrune, denn die Algesrune... Ich meine, es war die, die uns für eine gewisse Zeit unverwundbar macht. Und ja, für eine gewisse lange Zeit. Und für eine gewisse lange Zeit unverwundbar sein, ist eine gute Sache. Die sollte man nicht unterschätzen. So, was haben wir denn hier links? Hier haben wir doch eine Bombe, oder? Nein, wir haben ein Soul Heart. Nicht zu 100% das, was ich wollte, aber okay. Kann ich auch mitleben. Ah, wenn ich jetzt nur die eine Bombe hätte. Das wäre so schön. Könnte ich mir das Soul Heart da holen. Ah, so ein Lucky Soul Heart. Das sieht man nicht allzu oft. Aber gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter und hoffen, dass alles besser wird. Ich meine, wir haben 2020. Aktuell sieht es gar nicht mal so übel aus. Wir brauchen nur ein, zwei gute Items und dieser Run ist absolut, oder ein, zwei noch bessere Items und dieser Run ist absolut gerettet. Vor allem auch dank unserem lieblichen Gläschen mit den Fliegen. Au. Okay, ich habe echt nicht viele Herzen. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Denn wenn man nicht viele Herzen hat, dann ist das keine gute Sache. Und danke, Dead Bird. Und danke, Little Chat. Du hast mir auch den Arsch gerettet. Wahnsinn. Fuck. Das war mir nicht so ganz bewusst, dass da noch ein paar Stacheln stehen bleiben. Aber hey, jetzt wissen wir es für die Zukunft. Komm, mach Mund auf. Danke. Jetzt wissen wir es für die Zukunft. Oh Gott. Dankeschön, dass du gestorben bist. Ganz vorsichtig. Okay. Planänderung. Devil Deal hat sich so weit erledigt. Fliegen. Alter, wie viele das sind. Ich glaube, ich sollte das Item auch mal mehr verwenden.
Versuchen wir einfach mal nicht zu sterben. Das wäre doch jetzt mal ein guter Plan für diesen, für diese Ebene. Oh, großer Gott. Tastatur versagt nicht einfach zwischendrin. Könnte ich jetzt eigentlich einfach, wenn ich meinen... Wo ist der Controller? Da. Wenn ich meinen Controller jetzt einfach nehmen würde... Nein, könnte ich nicht. Muss das Spiel mit dem Controller starten. Und das habe ich nicht. Okay. Gehen wir hoch und hoffen einfach auf das Beste. Vor allem... Ja, ich sollte mein Gläschen einsetzen, dann sollte eigentlich alles gut werden. Dann können wir auch über eventuelle Tastaturversagen hinwegsehen. Was ich nicht will, aber wenn es sein muss, werden wir das machen. Ich hoffe nur, dass die nicht in irgendwelchen unschönen Situationen versagt. Und wir können in dieser Ebene übrigens noch eine Devil Deal bekommen, wenn ich einfach beim Boss keinen Schaden an roten Herzen nehme. Dann haben wir immer noch, ich meine, eine 25%ige Chance oder so, oder 30. Auf jeden Fall noch eine kleine Chance. Und das will ich nicht haben. Aber ich nehme es trotzdem mit. Was haben wir hier? Okay. Okay, wir leben noch. Gut. Das war auch schon das einzige Gute daran. Oh, Kane's Other Eye. Das ist mit einer der schlechtesten Begleiter. Machen wir uns da mal nichts vor. Ein rotes Herz für mich. Kane's Other Eye ist Bullshit. Wobei, hat er jetzt... Hat er da eine Auto-Aiming-Fähigkeit? Ist sie neu? Ist sie neu? Ist das eine neue Fähigkeit? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie neu ist, sondern dass Kane's Other Eye insgesamt aktuell ein Stück weit hilfreicher ist als noch ohne Afterbirth. Ich habe nicht das Gefühl, dass Kane's Other Eye insgesamt irgendwas macht, womit es sogar einen Gegner treffen könnte. Oh, und das hatten wir vor Afterbirth definitiv nicht. Ha, interessant. Interessant. Was haben wir hier? Ansus, Vision, klar, was auch immer. Hat Ansus nicht auch mal einen Soul Heart gegeben? Kann sein, dass ich mich da täusche. Wahrscheinlich sogar, aber... Wenn das auch irgendwas war. Und ja, ich möchte mir meinen Zhao hier jetzt übrigens gerade, wo ich echt nicht sehen kann, wie viel Aufladung das hat. Das ist uncool. Kann ich eigentlich nicht irgendwie... Warte mal, lass mich mal mein Aufnahmeprogramm schauen. Dann klicken wir auf FPS und dann... Ah, okay. Unten links. Wunderschön. Wunderschön. Okay. 20 Stück! Verdammte Scheiße! Ah. Okay, dann kann ich jetzt das Item vielleicht ein bisschen... Oh Gott, dieser Raum war gerade eben angsteinflößend. Jetzt habe ich eins, okay? Kann ich diesen Raum hier ein bisschen näher dieses Item ein bisschen näher kennenlernen, wenn ich jetzt auch sehen kann, wie viel man da tatsächlich bekommt. Ja, das scheint mir hilfreich zu sein. Nee. Gib mir das Herz. So, und dann hoffen wir natürlich, dass der Shop, wenn er ein ganz netter Typ ist, hat er selbstverständlich ein liebliches Soul Heart für uns. Denn das wäre ganz und gar fantastisch. Jetzt habe ich 4. Bekomme ich da für jeden getöteten Gegner eine weitere Fliege oder so, die ich dann nach Belieben entlassen kann? Ist das so? Das ist nämlich aktuell so mein Gefühl von dem Item. Und ja, ich sehe es gerade im Rahmen, da sieht man ja auch die Items. Ich möchte anmerken, dass 2020 definitiv anders aussieht. Es sieht definitiv anders aus. Die Brillengläser sehen jetzt ziemlich aus wie eine Sonnenbrille. Das ist neu, davor waren die eher transparent. Oh, der gute Hierophant. Oder wie auch immer man den ausspricht. Der hat es gerade gesagt, das klang sehr seltsam. Oh Gott. So, stirbst du, mein Freund? Stirbst, ja? Dankeschön. Kane's Other Eye, mein anderes Auge. Zieh los und töte meine Gegner für mich. Okay, gehen wir zum Boss. Oh, es ist der Arsch. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn absolut nicht. Von allen neuen Bossen ist das so... Oh, der Boss, den ich am wenigsten mag. Der ist nämlich... Er scheint mir ein bisschen zu stark zu sein. Dafür, dass er so früh auftaucht, ehrlich gesagt. Ja, wobei, so stark ist er nicht, aber... Der kann eine gewaltige Bullet Hell loslassen und das gefällt mir nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Resistance, ja doch, das ist das Schild. Ich mag es nicht, wenn meine Gegner eine Bullet Hell loslassen. Oh, ich habe da irgendeinen Raum in dem Zwischenboss verpasst. Ist mir ehrlich gesagt egal. Wir haben gut viele Soul Hearts, das bedeutet, in der nächsten Ebene sollte der Devil Deal relativ gesichert sein. Und dementsprechend sollten wir ihn bekommen. Und das wäre super. Ja. Eine goldene Kiste. Ich glaube, ich verzichte mal. So. Los, Fliege! Das war dumm. Warum habe ich die jetzt alle befreit? Geh weg. Vor allem du, Latex-Dingel. Vor allem du.
Oh, das ist erstaunlicherweise gut gegangen. Ich dachte, ich werde mehr Schaden nehmen. Warten. Warten, bis sie weg sind. Der Boss-Rush ist eh vorbei. Hetzt sich nicht allzu sehr ab. Oh, großer Gott. Lieber Kane, hetzt sich nicht allzu sehr ab, sonst tust du dir nur wieder weh. Und das will ja niemand. Ich zumindest nicht. Ach du Scheiße. Ach, komm schon. Okay. Seien wir ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was ich mit diesem Raum hier machen soll. Bei dem gerade eben. Ich hatte keine Ahnung, wie ich da besser reagieren soll. Vor allem das blaue Teil ist scheinbar nur nach links rüber gerast. Das war ziemlich arschig. Das ist gleich mal so anzumerken. So, ich meine erst das Maximum bei dem Jar of Flies hier. Das ist wahrscheinlich sind 20 Fliegen, oder? Was man sich holen kann. Vermute ich einfach mal. Hagalas. Hagalas ist gut. Hagalas werden wir mitnehmen. Und für den Fall der Fälle, dass wir einen großen Raum betreten, werden wir sie einsetzen und da dann alle Schädel kaputt machen. Welche uns dann, oh großer Gott, Skeletor-Arms, Patscherchen. Mach mal den kaputt. Yeah, danke. Oh Gott, da kommt Fliegen raus. Genau, wir werden warten, bis wir einen großen Raum haben oder einen mit vielen Schädeln. Dann werden wir die Rune einsetzen und damit ganz viele Schädel kaputt machen. Und da eventuell, ich glaube, den hier werden wir nehmen, da eventuell dann coole, coole Dinge rausbekommen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich coole, coole Dinge mag. Hallo, ihr Geister. Hallo. Ich habe vergessen, dass sie noch da waren. Oh, und dieser Raum wird meinem Jar of Flies ganz ungemein weiterhelfen. Da wird eine Menge Shit drin sein nach diesem Raum. Ach ja, und in dieser Ebene. Liebes Spiel. Es tut mir selber ein bisschen leid, dass ich es erwähnen muss, aber Damage ab, bitte. Ha, Dark Bum. Dark Bum und Lil Chat könnte man als eine durchaus akzeptable Kombination bezeichnen. Wenn man das möchte. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier noch über ein paar Herzen abholen. Vor allem unsere Rune gehen wir auch wieder abholen. Dankeschön, mein Guter. Und dann ne, sollte eigentlich alles ganz cool werden. Weil wir haben Dark Bum gefunden, welchen ich irgendwie in letzter Zeit relativ oft finde. Erstaunlicherweise. So, nehmen wir das mit. Ja, und dann gehen wir weiter. Und shit. Ihr versteht schon. Nimm das halbe Herz mit Dark Bum. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ach, komm schon. Das ist der Hagalas-Raum, von dem alle träumen. Aber es bringt nichts, weil ich sie schon verschwendet habe. Genau jetzt kommt da natürlich noch ein besserer Raum mit wesentlich mehr Schädeln. Hier hätten wir bestimmt sogar noch ein schwarzes Herz irgendwo rausbekommen. Du blöder, kopfloser Spinnenspawner. Fick dich. Oh Gott. Trollbombe. Hm. Oh, Soulheart. Dankeschön. Dark Bummy, 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 Bummy. Nein, nicht stehen bleiben. Oh. Tastatur. Was ist los mit dir? Irgendwas stimmt da gerade nicht und es gefällt mir nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt aktuell wieder sehr, sehr seltsames Movement seht, dann liegt es nicht so zwangsweise an mir, sondern eventuell auch daran, dass meine Tastatur ihre 1-2 Sekunden hat und sich einfach sagt, nein. Nein, ich werde jetzt nicht funktionieren, wie ich es sollte. Und ja, Tastaturen mit Kabel sind immer besser, aber ich habe mir die geholt, damit ich auch Tastatur und Maus im Wohnzimmer drüben verwenden kann. Und verdammte Scheiße, warum hat die gerade so Aussetzer? Eigentlich geht sie sonst immer. Ich glaube, ich hätte es nicht anmerken dürfen. Das war der Fehler. So, Shop, was hast du für mich? Mein Freund, du machst dich hier gerade sehr beliebt, mein lieber Greedo-Greedo-Shopkeeper-Freund. Weißt du das? Denn dieses Item, das würde ich sehr gern haben. Fuck, noch eine Bombe ist mir wert. Hive meint, Alter! Hive meint! Mit dem Jar of Flies! Oh, das ist stark. Das ist stark! Das ist super! Okay. Ich hätte trotzdem in dieser Ebene gerne ein Damage-Up, liebes Spiel. Lass dir davon nichts vormachen, aber Hive meint, ist eine sehr nette Geste, die ich natürlich sehr zu schätzen weiß. Ganz klar. Trotzdem Damage-Up. Dann weiß ich sie noch mehr zu schätzen. Oh. Oh, war das dumm. Diesmal war nicht die Tastatur. Aber daran, dass ich gerade eben stehen geblieben bin, einfach. Merken wir uns, wenn ich auf einmal stehen bleibe, weil ich insgesamt im Spiel irgendwann mal stehen bleibe, dann liegt jetzt ungefähr 90% an der Tastatur aktuell. Aber okay, ich kann hier nur wieder Schaden nehmen, weil Dark Bum und Lil Chat aktuell verdammt gute Arbeit leisten. Und es, oh Gott, und es mir gut möglich machen, meine Herzen immer wieder herzustellen. So. Was haben wir denn da links? Da will ich ran. Ist das Blue Baby's Only Friend? Interessant. Ja, lauf über die Pampe, Idiot. Und du auch. Lauf über die Pampe. Ist mir egal, ich muss nicht vor dir stehen.
Ist mir vollkommen egal. Und das ist ein sehr freundlicher Raum mit diesen Gehirnmännern. Weil ich genug Platz habe, um mich hinter ihnen zu positionieren. Was nicht allzu oft der Fall ist. Meistens hat man zu wenig Platz. Aber in dem Fall nicht. Ja, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass ein Schlüssel für einen Schlüssel und Blue Babies Only Friend ein Deal ist, den man durchaus eingehen kann. Und hey, ich bin der Belzebub. Das bedeutet, ich kann fliegen und shit. Was ist das? Itchy Tasty. Ich weiß nicht, was es macht. Wir nehmen das hier. Ich kann fliegen. Ach, Lord of the... Bin ich Lord of the Flies? Wahrscheinlich bin ich Lord of the Flies, oder? Ja. Wird wohl so sein. Gish! 18 Fliegen, die voll OP sind, warten darauf, dich zu zerstören. Liebe Gish, 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 Gish. Oder lieber Gish. Nehmen wir sie, was Gish ist für mich weiblich. Dabei bleibe ich. Und tot. Okay, Devil Dude bitte. Dankeschön. Little Gish, yay. Okay. Da haben wir da ein Patscherchen von Mom am Start. Ja, haben wir. Ist immer noch seltsam, dass hier teilweise Gegner drin sind im Devil Deal. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber hey, 2 Cent haben wir rausgeholt. Und ein Guppy-Item, das auf jeden Fall ein Guppy-Item ist. Ansonsten auch nicht zwangsweise hilfreich. Aber gut, Nikopolis 2. Verdammte Scheiße, das ist ein unfassbar langsamer Run aktuell. Alles okay. Nimm dies. Yeah. Nee, ernsthaft, das ist wirklich ein wirklich langsamer Run. Aber ich glaube, jetzt langsam mit meinen ganzen kleinen Freunden hier, kommt das Ganze langsam so ein bisschen in Fahrt. Nimm dies. Nein, okay. Warum benutze ich Blue Babies Only Friend in jeder Situation gerade? Das ist dumm. Und ja, da waren... da sind rote Herzen. Lieber Dark Bomb, nimm doch bitte die Herzen mit. Und dann verziehen wir uns von den orangenen Feuern, denn die sorgen nie für gute Ergebnisse. Wenn wir ihnen begegnen. Yeah! Dry Baby. Und das ist eine perfekt liegende Bombe, die uns leider gar nichts gebracht hat. Aber hey, sie lag gut. Das ist eine Sache, die ich sehr zu schätzen weiß. Ha! Und wisst ihr, was ich schön finde? Mit Blue Babies Only Friend wurde... Habt ihr mein kleines Keyframing-Tutorial-Teil auf Emoji gesehen? Ich bin mir sicher, jemand von Afterbirth daran gearbeitet hat, der hat's gesehen, weil passt auf. Boing. Seht ihr das? Seht ihr das, wie es abprallt von der Wand? Da hat's jemand gesehen, der hat sich meine Tipps zu Herzen genommen. Und ja, genau deswegen ist das so. Das ist der Grund. Ja, der was anderes sagt, ist ein Lügner. Willst du ein Lügner sein? Nein. Dann hüte bitte dein Mundwerk. Dankeschön. So, Gehirnmann. Okay. Beziehungsweise... Organsackmann. Entschuldigung. Hier legen wir eine Bombe. Und hier legen wir eine Bombe. Und, na, komm schon. Natürlich hat das eine mich erwischt. Was haben wir hier? Hier haben wir die Sanduhr, die ich nicht wirklich sonderlich gut finde. Wir donaten ein bisschen. Wir donaten ein wenig wieder, nachdem wir eine Menge rausgesprengt haben. Ja, mehr habe ich nicht. Und ja, die Sanduhr hat bestimmt ihren Nutzen, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt über mein... Sie hat garantiert sogar ihren Nutzen. Ah, ich würde sie auf keinen Fall über meine Jar of Flies setzen. Weil das Jar of Flies ist gut. Ist wirklich gut. Kann ich nicht irgendwelche Räume, die ich vielleicht nicht optimal gemacht habe, wiederholen. Nein, sie leistet einfach aktive Unterstützung. Pass mal auf, was mit Mom passiert. Hey Mom, ich habe Fliegen für dich. Man merkt, dass da einfach im Damage-Bereich noch ein bisschen was fehlt. Eigentlich sollte so eine Anzahl an Hive-Mind-Fliegen, sollte jeden Gegner absolut zerstampfen. Aber in der Situation ist das nicht passiert. Und das war nicht optimal. Aber gut, ich denke, hier sollten wir jetzt noch einen Devil-Deal bekommen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich einen guten Devil-Deal sehr zu schätzen weiß. Laser Brimstone Männer, ich find's gut, dass sie ihre eigenen Freunde inzwischen verletzen können. Seit die Brimstone-Gegner quasi ein bisschen genervt wurden. Da konnten die davor auch schon, ich meine, da konnten nicht alle im normalen Rebirth ihren Freunden sozusagen schaden mit ihrem Brimstone-Zeug. Oder? Aber inzwischen sind es ja alle. Wenn ihr wisst, was ich meine. Apropos Brimstone, ich hätte nichts dagegen, wenn ich einen bekommen würde. Hey, Arschloch. Hey. Wie wär's mit uns beiden? Ja, schön. Danke. Ich glaube,
Ich kann ja auch die Teile hier wegsprengen, denn da sind immer wieder mal Herzen drin. Und Herzen bringen uns eine Menge, weil wir Dark Bomb haben. Das wisst ihr ja. Das muss ich euch ja nicht erklären. Blue Baby's Only Friend tötet Chub. Ich sollte nicht nur darauf achten, sondern auch auf die kleinen Würmer, die mich persönlich umbringen wollen. Yeah! Das war geschmeidig. Halbes Herz wieder. Wieder ein bisschen zu spät. Oh Gott, diese kleinen, die kopflosen Diktas. Die mag ich nicht wirklich. Die sind mir immer ein bisschen zu... Die sind mir ein bisschen zu frech, ehrlich gesagt. Die machen einem keine Komplimente oder so. Da laden einen auf einen Kaffee ein, die stürmen direkt drauf los. Und das finde ich nicht gut. Bin ich nicht unbedingt der Typ für sowas. Bin ich nicht unbedingt der Typ. Mir waren die anderen lieber, die nur wieder auftauchen und sagen, hallo, wie sieht's jetzt aus? Nein, dann gehe ich wieder. Das waren bessere. Star Wars bringt mir absolut gar nichts. Außer wir finden den Curse Room, wo ich mich dann für umsonst rauswalken kann, was nett wäre, aber ansonsten nicht allzu viel. Dieser Raum könnte nervig werden. Und ja, ich weiß, dass ich Jar of Flies nicht allzu oft einsetze, aber ich will es mir lieber aufheben für den Raum, in der doch relativ nervig ist. Was hier wahrscheinlich der Boss sein wird. Ansonsten scheinen die Räume hier aktuell nicht allzu problematisch zu werden. Was haben wir hier? Jede Menge Bargeld, das mir nichts bringt. Und ein Schlüssel, der mir wahrscheinlich auch nichts mehr bringen wird. Ey, mal wieder ein Zaulart. Danke, mein kleiner Dark Bum. Ist ja schon wieder ein wenig her, seit du mir zuletzt eins gegeben hast. Alter, du bist echt schwach. Aber weißt du, was das Problem an dir ist? Deine stärkere Version. Mann, auf die habe ich gar keine Lust. Wäre die bitte für dich. Denk gar nicht dran, die auf mich loszulassen. Denk gar nicht erst dran. Oh, und dann haben wir den Boss. Sehr schön. Oh nein, das ist auch noch kein Raum für mich, in dem ich meinen Jar of Lies einsetzen will. Das ist einfach nur ein etwas langwieriger Raum. Erstaunlich langwieriger Raum. Okay, Leute. Wir bereiten uns mental darauf vor, den besten Devil-Deal unseres Lebens zu bekommen, okay? Also einen wirklich guten Devil-Deal. Einfach einen Damager, bitte. Oh nein. Es ist super duper nervig, Wurmi, Mann. Da. Tötet Fliegen. Tötet. Die sind halt echt nicht so stark. Ich meine, für das, was ich hier habe mit den Fliegen und den Hive-Minds, sollten die eigentlich wirklich wesentlich mehr Schaden machen. Wir gehen jetzt rein. Oh, es ist Krampus. Es ist der olle Krampus. Kennt ihr den ollen Krampus? Der ist ein Arsch. Olla, olla Krampus, gib mir was Gutes. Lump of Coal ist das Beste, was ich erwartet habe. Ja, das Sinner kann ich auch, mit dem macht auch keinen Unterschied mehr. Okay. Die Ebene von It Lives. Oh fuck, wir werden wieder gegen It Lives kämpfen. Das könnte auch noch ein unangenehmer Kampf werden. Weil ich damage technisch nicht so gut dastehe, wie ihr wisst. Und ich sehe meine Herzen nicht. Ich weiß nicht, ob ich das allzu gut finde. Und fuck, du bist der Crisscross-Laser-Mann. Ja, ich wusste es. Ich habe dich doch sofort erkannt. Deiner blutigen Optik. Nur hat mein Movement dich noch nicht so ganz erkannt. Soll hart? Nein? Okay. Entschuldigung. Ihr schwarzen Löcher, was auch immer ihr da gerade machen wolltet. Hört auf damit. Ah, Moment. Vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht werde ich gegen It Lives auch einfach meine Algis-Rune einsetzen. Ich glaube, es wäre nicht die verkehrteste Sache. Wir bleiben ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Genau, meine Algis-Rune wäre ich gegen It Lives dann relativ lang und verwundbar und es könnte vielleicht gut sein. Vielleicht. Nah, fuck! Genau hier wollte ich meine Fliegen einsetzen, Dark Bomb. Nein? Okay. Und wir haben 7 Stück dazu bekommen. Das war ziemlich cool. So, was habt ihr alle vor? Habt ihr vor zu nerven? Habt ihr dies vor? Ich hoffe doch nicht. Ich sehe gerade, die großen Viecher, die zu 2 von den anderen Fleischmännern werden, die geben nur eine Fliege. Das ist sehr enttäuschend. Pin. Fuck! Ich wusste es, dass es ein Pinraum wird. Es ist immer ein Pinraum. Bombe, dankeschön. Oh Gott, ich mache mir auch gerade ein bisschen Sorgen um meine Herzen. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so viele, wie es wünschenswert wäre. Das will ich nicht. Ich habe nicht so viele, wie es wünschenswert wäre. Und meine Fresse, meine Tränen sind... Es ist ein bisschen traurig, wie winzig die sind. Dafür, dass wir schon bei It Lives sind.
Aber hey, 2020 ist, glaube ich, hier das Item, das uns den Arsch rettet in diesem Run. Kein Sada-Ei, würdest du dich bitte darum kümmern? Nein, würdest du nicht, weil du im komplett anderen Ende des Raums warst. Vielen Dank dafür. Die verdammten Augen. Ich mag euch nicht. Oh, warum mache ich das nicht? Oh, fuck. Fuck, das... Da, Algis. Ist mir egal, wir machen jetzt die Algis-Rune. So. Glyphs geht mir nämlich ein bisschen zu sehr auf den Sack. Was würde eigentlich mehr Schaden machen? Ich glaube, Blue Baby's Only Friend ist hier die Taktik, die wir gehen wollen. Mit Glyphs, das ist ein sehr harter Kampf gegen dich. Gerade noch so gewonnen. Gerade noch so. Das war knapp. Was hätten wir hier? Nein. Aber interessant, dass da am Ende auch wirklich was im Devil Deal drin ist. Finde ich gut. Ah, lebenstechnisch stehe ich echt nicht mehr so gut da. Ich glaube, damage-mäßig werden wir auch keine allzu großen Sprünge mehr machen. Dementsprechend sollten wir hoffen, dass ich... Okay, Schlüssel habe ich genug. Wir sollten einfach hoffen, dass ich schnell... Oh, fuck, das war nicht gut. Wir sollten hoffen, dass ich schnell zu Eise komme und dass da nicht allzu viel schief geht. Denn wenn ich nicht schnell zu Eise komme und da viel schief geht, dann haben wir ein Problem. Ah, fuck. Danke für das Solar, Darkbomb. Danke. Wäre auch nicht verkehrt, wenn ich irgendwie auf 1,5 Herzen runtergehen könnte irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Es ist knapp, Fistula Man. Halte dich bitte fern von mir. Ist mir ein bisschen zu bombig. Okay, gib mir bitte ein halbes Herz, okay? Das wäre sehr, sehr hilfreich. Wäre es halt echt. Da ist das halbe Herz. Okay, Darkbomb, das nimmst du. So, das heißt, wir lassen uns jetzt von irgendeinem Gegner einmal treffen. Ja, genau sowas geplant. Dann nehmen wir das Soul Heart mit und wir werden, sobald wir getroffen werden, in den Polaroid-Status übergehen. Und das könnt ihr uns unter Umständen den Arsch retten. Und bitte hör auf, stehen zu bleiben. Ich habe gerade wieder vergessen, dass ich überhaupt ein Problem mit meiner Tastatur hatte. Und auf einmal bleibt er wieder einfach so stehen. So, und diesen Kampf. Wir werden ja kein dummes Risiko eingehen. Wir bleiben einfach hier und lassen Blue Baby's Only Friend alles erledigen. Was vielleicht auch wieder die Taktik ist, die ich gegen Isaac fahren sollte. Ich meine, Blue Baby's Only Friend macht guten Damage. Komm schon. Gut, gehen wir nach Isaac. Blue Baby's Only Friend, du bist der einzige Freund des Blue Baby. Also verhalte dich auch so wie ein netter Typ. Yeah. Ah ja, ich habe ja Dry Baby. Vielleicht sollte ich davon mal Gebrauch machen. Vielleicht sollte ich auch einfach versuchen, nicht getroffen zu werden. Hat gut geklappt. Geht weg! Ihr Monster. Ich hasse es, wenn Isaac das macht. Okay. Ich glaube, jetzt gehe ich wieder auf meine Tränen über. Isaac scheint mir aktuell ein bisschen zu mobil zu sein. Ja, die machen echt nicht viel Schaden. Oh, verdammte Scheiße, wie ich da gerade eben keinen Schaden genommen. Ich hoffe nur, dass Isaac nichts Neues kann. Ich habe jetzt seit Afterbirth ja nicht mehr gegen Isaac gekämpft. Und vor allem bin ich mal gespannt, ob es in der Chest irgendwas Neues gibt oder so. Ich hoffe mal einfach nicht. Das wäre sehr lieblich. Aber hey, 4 Items in der Chest sollten schon relativ sicher für uns sein. Das ist eine gute Sache. Denn diese 4 Items könnten den großen Unterschied machen. Sie müssen! Weil wenn diese 4 Items, wenn da nicht ein halbwegs gutes dabei ist, oder mehrere gute, halbwegs gute, was auch immer, dann werden wir ein Problem bekommen. Denn lebenstechnisch bin ich ganz kurz vorm Sterben. Das macht mir gerade Angst. Okay, Curse of the Lost, was auch immer. Ich weiß nicht, wo... Schrott. Shrinkshot. Oh, das kenne ich. Da hin und wieder geben wir eine Träne von uns, die den Gegner kleiner macht. Okay, und... Okay, machen wir uns nichts vor. Das ist keine optimale Ausbeute, liebe Leute. Das ist keine optimale Ausbeute. Gib mir bitte ein Herz. Behalte die Bombe für dich. Kleiner Drecksack, warum lebst du so lange? Stirb! Ich hab Doppel-Fire-Mind-Dingens-Dings-Tiers. Sollte auch reichen, um dich auszuschalten. Oh mein Gott, das ist ein Soul Heart. Schon noch eins? Nein. Okay, eins. Gut. Ach du Scheiße.
Lass mich bitte in Ruhe. Oh nein. Fire Mind. Heißt es Fire Mind? Ich glaube schon. Das war nicht nett. Aber wir haben einen Soul Heart bekommen. Verdammte Scheiße, dieser Raum gerade eben. Das ist kein netter Raum mit so vielen kleinen Gertie Juniors, weil Gertie Juniors allgemein immer, sagen wir mal, etwas speziell zum Dodgen. Dann, wenn da so viele davon sind, dann ist das nicht nett. Und alter, verdammte Scheiße. Bist du der Little Horn auf Crack oder so? Oder warum bist du so schnell? Hör auf damit. Oh Gott. Na, Shrinkshot. Habt ihr gesehen, wie der eine geschrumpft ist? Und danke, Dry Baby. Vielen, vielen Dank. Und auch dir Dank. Auch danke an dich, mein kleiner Bumfriend. So, Jar of Flies ist voll. Das ist gut. Behalten wir im Hinterkopf. Okay. 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 Ich wittere ein Problem. Ich wittere ein Problemchen. Friss den Cube of Meat, Arschloch. Nein! Warum ist er nicht tot? Fuck, 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 fucking! Nicht stehen bleiben! Verdammte scheiße Tastatur! Jetzt ist nicht der Moment, um zu streiken. Okay, Nummer 1 ist down. Tastatur! Eventuell hat die Tastatur jetzt gestreikt. Oh. Okay, ich möchte auch mal anmerken. Oh, man sieht den Seed am Ende, wenn man stirbt. Das finde ich ziemlich cool. Und ich möchte mal anmerken, verdammte Scheiße, ich bin weit gekommen dafür, dass ich den ganzen Run über nur ein einziges Damage abbekommen habe. War okay, der Run. Hat sich auf jeden Fall wieder sehr viel sicherer angefühlt als die ohne Upgrades. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Gute Nacht.